Wörter, das heißt, die Benzinleitung geplatzt und dann passiert doch halt einmal ein technischer Gebrechen, nachdem wir wieder abgedatet haben, unser Auto war zum damaligen Zeitpunkt für einen Frontantrieb. Ich bin am Tag davor, bin ich am Wörthersee Proberunde noch gefahren. Für den bricht die Welt zusammen natürlich und die ganzen Leute haben nichts anderes zu tun, wie nur zum Schimpfen im Facebook. Sollen sie einmal alle anderen hinstellen und sagen, mein Auto zum damaligen Zeitpunkt, muss man sagen, ist schon richtig viel Geld in die Technik eingelaufen. Der hat buddelt wie ein Viech. Hallo und herzlich willkommen bei Bastuning, heute mal aus dem hintersten Eck in Linz. Und zwar geht es um ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug. Wir haben heute mal wieder eine Folge Zeit mit einem Projekt und zwar geht es um diesen Dreier Golf. Look, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online, one rule then dead I'm on sight. Wrong move, I bet they gon' ride, no need for the telephone hype. Nah, no need for the snoozing, big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing, better watch out for the slick and Judases. Don't ask them who this is, I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim, how you hate and then lose again. How you hating my vibes? Wir sind nämlich bei der Turbolite und zwar der Golf 3 von Patrick. Der ist jetzt neu im Besitz bei ihm. Herzlichen Glückwunsch natürlich da von meiner Seite auch. Freut mich, dass er wieder zum Golf 3 zurückgefunden hat. Hier haben wir den Instagram-Namen. Ihr wisst, Turbolite. Und heute werden wir das Fahrzeug mal vorstellen. Leider ist Patrick jetzt gerade nicht da, beziehungsweise der kommt zwar erst später. Da sind wir aber leider nicht mehr in Linz, da sind wir schon wieder auf dem Heimweg. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach das Fahrzeug durch. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht habt ihr Lust. Und finde ich schon sehr stimmig. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, was haben wir verbaut? 8x18 Ultras in diesem OZ Gold mit einem, man sieht es jetzt leider nicht, 2,5 35 ZR18. Beziehungsweise schauen wir uns gleich mal den Innenraum an. So, geschlüsseltes Lenkrad, sehr schön. Beflocktes Armaturenbrett, auch sehr schön gearbeitet, sehr schön gemacht. Recaro Pole Position mit Konsolen, gefällt mir auch sehr gut. Ansonsten hier auch nochmal geflockt. Schön geworden. So, CAE-Shifter haben wir drin mit TÜV. Bedienteil Nokia Soundsystem hat er drin gelassen. Finde ich cool. Hat Stil, muss man sagen. Fahrzeug hat ansonsten Klima. Ich würde sagen, dass das hier oben Kencheck wäre. Ja, ansonsten, es muss auf jeden Fall ein Vorfacelift sein, weil er keine Airbags hat. Das sieht man zum Beispiel da, du hast das obere Handschuhfach noch. Normalerweise wird man es auch am Blinker sehen, aber entweder ist der gecleant oder es ist ein US-Code-Flügel. Die Leute wissen, in den USA gab es damals keine Seitenblinker. Geklinte Türschlösser, also auf jeden Fall Funkfernbedienung. Dann komplett carbonlaminierte Heckklappe. Batterie haben wir im Kofferraum, wir schauen uns gleich vorne im Motorraum rein. Der ist jetzt natürlich noch nicht ganz fertig. Der wurde schon extrem aufgebaut, soweit ich mitbekommen habe, hieß der Vorbesitzer Hannes. Liebe Grüße gehen da natürlich raus. So, Carbon-Spiegelkappen haben wir hier. Carbon-Spiegel müssten, glaube ich, aus dem 3er bzw. 4er Cabrio sein, also vom Facelift-Modell. Und zwar auf beiden Seiten die kurzen. Normalerweise haben wir auf der Fahrerseite immer den großen Spiegel gehabt, hier nicht. Hier sind zweimal die kleinen verbaut, finde ich auch wirklich, also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, Air Intakes liegt nämlich daran, dass wir hier hinten einen Ladeluftkühler haben. Man sieht ihn hier unten ein bisschen. Weil wir haben dann doch auch ein bisschen Leistung in dem Fahrzeug drin. Geschwärzte Dogas haben wir hier. Finde ich auch immer sehr, sehr schick, muss ich sagen. Video gab es ja bei mir, wie man schwärzt. Hat auch wirklich extrem viele Aufrufe bekommen. Freut mich natürlich. GTI, der zweite Grill. Vorne Cayenne-Sattel, 6 Kolben. Hinten Cayenne-Sattel, Hinterachse, 4 Kolben. Mit einem extra Handbremssattel. Ich würde jetzt sagen, dass der vom R8 ist. Würde ich jetzt sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Problem ist, wie gesagt, leider ist Patrick nicht da, dass wir jemanden fragen könnten, wegen den ganzen Infos zum Auto. Ich ist jetzt mal aus bestem Gewissen, Klaus ein bisschen gesprochen, hat mir ein paar Infos gegeben. Aber was uns ja irgendwo alle interessiert, ist natürlich, was geht da leistungstechnisch? Der eine oder andere wird es wahrscheinlich im Titel schon gelesen haben. Machen wir mal auf. Ich finde halt den Innenraum oben. Hier haben wir die schwarzen Sonnenblenden aus dem Cabrio. Ja. Aber was ich jetzt noch vergessen hatte zu sagen, im Innenraum hatte ich jetzt noch vergessen zu sagen, dass wir hier einen Wiechersbügel, und zwar ist der nämlich carbonlaminiert. Finde ich sehr schick. Generell recht viel Carbon hier im Fahrzeug, also so im Innenraum fast nicht tatsächlich, bis auf den Bügel hinten. Die Carbon-Spiegelkappen,
Dann Heckklappe und Motorhaube. Diese wir jetzt gleich aufmachen. Haube merkt man schon, ist sehr leicht, ist Carbon. Und wenn man jetzt hier reinschaut, denkt man sich, ist schon sehr clean. Normalerweise haben wir hier vom Motorsteuergerät kommen alle Kabel, alle Leitungen. Ist alles sehr clean gemacht. Wir haben hier einen gepfeffert V3 verbaut mit verstellbaren Stutz zum Lagern. Müsste jetzt eigentlich Anschlag oben sein bei diesem Fahrzeug. Wirkt jetzt natürlich auch so extrem tief wegen den 18ern, weil die so extrem im Radkasten drin stehen. Müsste aber fast Anschlag oben sein. Ansonsten Motordaten. Wir haben hier einen 2,8 Liter Motor, der R28 aus dem Golf 4. Ein SX300 Lader, ist schon wirklich ein Riesenteil, wenn man mal so schaut, ne? Ist schon männlich. Leistungstechnisch sprechen wir hier von 600, 600 plus ungefähr. Dann haben wir ein Tiguan-Getriebe drin, MQ500. Ist jetzt natürlich für die Leute, die sich nicht auskennen, ich muss ja sagen, ich kenne mich mit Turbos fast auch nicht aus. Das sind jetzt die Fakten, die ich vom Klaus bekommen habe zu dem Fahrzeug. Wenn ich was Falsches sagen sollte, Patrick, schreib es mir nochmal bitte unten in die Kommentare rein. Da könnt ihr nochmal runterscrollen, falls ich mich vertan habe. Das Ganze natürlich 76er Anlage, komplett thermoisoliert hier hinten, hier vorne. Ich muss sagen, der Besitzer hatte davor das Fahrzeug auch schon länger. Noch kurz zur Story vom Patrick. Der Patrick hatte ursprünglich schon mal einen Dreier Golf. Ich glaube, ein VR6 Turbo war das damals. Da gab es damals am Wörthersee ein kleines Missgeschick, wo er auch ziemlich viel Hate und sowas bekommen hat. Was man natürlich auch nicht versteht irgendwo, weil doch ein Haufen Geld reingeflossen ist. Wie gesagt, dann ist er BMW-lastig geworden. S3 hat er noch gehabt, hat er jetzt verkauft, soweit ich bekommen habe. Freut mich wirklich sehr für dich, dass du wieder in die Richtung Golf 3 gegangen bist. So, das Ganze wird gefahren mit einem frei programmierbaren Steuergerät. Aber sieht schon sehr clean aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss man sagen. Steckt natürlich auch einen Haufen Geld in dem Fahrzeug. Das darf man natürlich auch wieder nicht vergessen. Dass du natürlich so eine Leistung fahren kannst in dem Motor, sind Kolbenpleu gemacht. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt eigentlich fast den Klaus dazu holen, dass da noch ein paar Fakten kommen. Ich würde aber sagen, weil es halt heute auch recht windig ist und wir ein bisschen im Zeitdruck sind, dass wir das am Wörthersee nachholen, dass wir da mal nochmal ein Video machen mit dem Besitzer, der freut sich bestimmt auch. Würde mich natürlich freuen. Dann, wie gesagt, ich schätze mal lacktechnisch Black. Ich schätze lacktechnisch Uni-Schwarz, vielleicht Tiefschwarz, Mercedes, kann das sein? Das könntest du mir bitte auch nochmal unten reinschreiben, ich bin mir da nicht ganz sicher. Weil Metallic war ja Golf 3 Black Magic Perleffekt damals. Ich glaube aber, dass das fast ein Unilack ist. Genau. Vorne fahren wir die Standard Golf 3 Lippe vom 1.8er von den 4x100 Modellen. Die baut nämlich nicht so extrem auf, muss man natürlich auch sagen. Fahrzeug ist aus Österreich, dementsprechend müssen wir bodenfreiheitstechnisch sogar noch ein bisschen nach oben. Das sollten wir aber auf jeden Fall noch hinbekommen. Patrick wird sich es nicht nehmen lassen, am Wörthersee da auch mal durchzuladen mit der Leistung. Da wird es noch ein bisschen was am Fahrzeug passieren. TÜV muss noch gemacht werden. Und dann ist das Ding auf jeden Fall ready von Wörthersee. Geht ja auch schon in 2 Monaten los, also so viel Zeit haben wir leider gar nicht mehr und ich muss mich wirklich dran halten, dass ich meinen VR6 dann fertig bekomme. Wirklich, wir haben ja auch hier komplett hier alles sauber. Finde ich, sieht sehr gut aus, sehr clean natürlich auch. Man hat mal hier so für die Verschraubung immer wieder Stehbolzen drin oder ähnliches, alles clean gemacht, alles sauber gemacht. Sehr ansehnlich, gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich hätte ja auch sehr gerne einen VR6 Turbo, beziehungsweise hätte ich gern einen. Es kam aber noch nie dazu. Kam aber leider noch nie dazu, dass man gesagt hat, okay, das nötige Kleingeld wäre halt auch da. Das ist natürlich auch ein Haufen Geld, was da reinläuft, muss man sagen. Dementsprechend, ja, ist es da auch immer ein bisschen schwierig zu gucken, wenn man auch mehrere Projekte hat. Ich werde aber mal schauen, dass ich meinen VR6 endlich mal fertig bekomme. Der ist immer noch komplett zerlegt in der Halle. Die meisten Teile sind dann schon da, ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Hinterachse zum Beispiel, aber... Ich freue mich drauf, das Auto am Wörthersee in Action zu sehen. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Patrick, wir sehen uns auf jeden Fall am See. Bierchen geht auf mich. Und bis dahin. Ciao.